Die Kaffeetasse verbindet mich mit meiner Arbeit aus drei Gründen. Zum einen bringen mich die Kaffeepausen durch den langen Alltag vor dem Computer. Zum anderen stehen für mich Kaffeepausen für soziale Interaktionen. Das ist nun mal zentral für meine Arbeit. Und zum dritten ist Kaffee eines der Hauptprodukte, die den ökologischen Fußabdruck des EU-Konsums ausmachen. Die zwei Forschungsschwerpunkte meiner Arbeit sind zum einen die integrative Politikplanung im Bereich Biodiversität. Da geht es darum, Strategieprozesse mit Umsetzungspolitiken zu verbinden oder beziehungsweise die fehlende Integration zu untersuchen. Und zum anderen, als Fallstudien schaue ich mir immer das Verhältnis zwischen Europa und den Auswirkungen auf Lateinamerika durch Wertschöpfungsketten, durch politische Partnerschaften und dergleichen an. Ein konkretes Beispiel ist der Kaffee, wo man sich eben anschaut, vor Ort in Peru, wo ich viel geforscht habe, wie ein nachhaltiges Kaffeesystem aussehen kann, wie das Einkünfte für die lokale Bevölkerung erwirtschaften kann und gleichzeitig eben die Biodiversität erhält und gleichzeitig eben abhängig ist von Anreizen, von Marktstandards, von unterstützender Zusammenarbeit, die stark mit der EU, mit Deutschland in Verbindung steht. Was mir bislang in der Forschungslandschaft noch fehlt, ist, dass man die fehlende Kohärenz und Integration in der Politik mit den dahinterstehenden Interessen und Machtgefügen in Verbindung setzt. Das sind dann Fragestellungen, wie Entscheidungen gefällt werden, wer dort maßgeblich diese Entscheidungen beeinflusst hat und auch mehr und mehr zu untersuchen, ob die Institutionalität überhaupt in der Lage ist, sich mit einer Fragestellung in einer gewissen Komplexität zu beschäftigen. Eine zentrale Herausforderung in unserem Forschungsbereich ist, dass sowohl die Finanzierungsorganisationen als auch diejenigen, die dann unser Wissen potenziell nutzen, auch hören wollen oder akzeptieren, in welche Richtung unsere Forschung geht. Weil wenn man wirklich innovativ sein will, wie man ein Buzzword, was im Moment stark kursiert, ist Transformation, wenn man Politik tatsächlich transformieren möchte, dann muss man auch neue Wege gehen.